Hallo und herzlich willkommen zum Sherpies Vlog, Ihr Vlog für Friedensbildung. Mein Name ist Christian Oberle und ich möchte Ihnen heute die Plattform friedensbildung-schule.de vorstellen. Sie ist entstanden in einem Projekt der AGDF und EAK, der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden sowie der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Das Projekt ist bis 2015 gelaufen und die Plattform existiert weiter und weiterhin werden auch Bildungsmaterialien eingestellt. Dann mal rüber zur Homepage und ich zeige Ihnen, wie Sie die für Ihre Arbeit benutzen können. Wenn Sie direkt auf friedensbildung-schule.de gehen, fällt Ihnen sofort ins Auge Schule. Die Unterrichtsmaterialien, die der Herz dieser Homepage sind, richten sich vor allem an Lehrerinnen und Lehrer. Ich nutze diese Plattform trotzdem gerne, auch wenn ich nicht in der Schule tätig bin, um einen Überblick zu bekommen, welche Materialien existiert, Informationen zu bekommen, welche Methoden existieren und tatsächlich lassen sich oft auch Ansätze in ein Workshop-Setting übertragen. Wenn Sie hier runter scrollen, sehen Sie den Anspruch der Homepage. Es werden Unterrichtsmaterialien vorgestellt und Lernmedien. Sie können Referentinnen und Referenten für die Friedensbildung finden und Sie bekommen Hintergrundinformationen dazu, was eigentlich Friedenspädagogik ist. Seit Auslaufen des Projektes wird nicht mehr dokumentiert, die aktuelle Diskussion über die Friedensbildung und Bundeswehr an Schule. Dann kommen wir zum Herz der Plattform, die Unterrichtsmaterialien und Sie sehen hier gleich auf der rechten Seite, Sie sehen, wenn Sie diesen Pfeil sehen, es ist ein herunterladbares Material und ist aber auch als Print-Version bestellbar. Wenn Sie auf die Materialien klicken, bekommen Sie eine kurze Inhaltsangabe, was ist da drin, Umfang, natürlich auch die Metadaten zur Veröffentlichung. Und was das Tolle an dieser Plattform ist, ist eben die umfassende Verschlagwortung. Das heißt, hier können Sie zum Beispiel feststellen, okay, ich möchte an einer Realschule arbeiten, dann sehen Sie, okay, dieses Material passt, die Schulform Realschule ist hier mit verschlagwortet. Allerdings wäre es natürlich gut, wenn Sie es dann mit Ihrer 10. Klasse machen. Für jüngere Kinder ist dieses Material nicht so gut geeignet. Auch nach Land und Region ist hier verschlagwortet. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Erdkundeunterricht zu Asien arbeiten, sehen Sie, okay, vielleicht ist dieses Material in diesem Kontext nicht so gut geeignet. Sie können außerdem über die Materialsuche auf der rechten Seite diese ganzen Materialien auch filtern. Sie können eine Volltextsuche machen. Zum Beispiel, wenn Sie zu Bangladesch arbeiten, könnten Sie hier nach Bangladesch suchen und dann sehen, welche Materialien eben ausgespuckt werden. Sie können Ihr Unterrichtsfach angeben. Friedensbildung ist ja was, was nicht nur im Politikunterricht stattfindet, sondern eben auch zum Beispiel im Sprachunterricht. Das heißt, Sie könnten hier schauen, ob es Materialien gibt, die für den Englischunterricht geeignet sind. Nach Schulformen können Sie sortieren. Hier ist der Nachteil, aber das liegt nicht an der Homepage, sondern vielmehr an dem Markt von Materialien, die vorhanden sind. Es sind nur sehr wenige Materialien vorhanden, zum Beispiel für Grundschulen oder für jüngere Schülerinnen und Schüler in den anderen Schulformen. Neben dieser Filterfunktion bekommen Sie zu jedem Bildungsmaterial auch noch eine Eignung angezeigt. Das heißt, die Menschen, die diese Homepage betreuen, haben sich die Materialien angeschaut und nach verschiedenen Wertungskriterien sie bewertet. Das heißt, wenn Sie hier ein Material bestellen,
Können Sie im Vorhinein abschätzen, ob das Material tatsächlich qualitativen Ansprüchen, qualitativen Standards entspricht, die Sie natürlich an ein Material stellen? Neben den Unterrichtsmaterialien werden auch Lernmedien angeboten. Das sind Videos, Comics, Planspiele etc., die sich für den Unterricht eignen, Friedensbildung eignen. Und Sie bekommen auch nochmal Hintergrundinformationen. Wenn Sie eine Lehrkraft sind, dann werden Sie natürlich zu bestimmten Themen mehr Informationen, mehr Hintergrundwissen haben als zu anderen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Veranstaltung machen möchten, beispielsweise zu atomarer Abrüstung oder zu Atomwaffen, könnten Sie hier sich dieses Informationspapier des Bund für soziale Verteidigung runterziehen und sich auf zwei Seiten einen Grundstock an Wissen anlesen, um dann auch auf Fragen Ihrer Schülerinnen und Schüler gut antworten zu können. Unter dem Reiter Referenten finden Sie Menschen, die Sie einladen können in Ihren Unterricht, in Ihren Workshop. Diese Vermittlung funktioniert ganz insbesondere über die regionalen Netzwerke für Friedensbildung, die zum Beispiel in NRW oder auch in Baden-Württemberg, in Norddeutschland existieren. Wenn Sie also beispielsweise eine Expertin zum zivilen Friedensdienst suchen und Sie möchten sie einladen für Ihren Unterricht in Köln, würden Sie über das Netzwerk Friedensbildung in NRW eine Anfrage verschicken und die Kollegen würden dann für Sie die richtige Ansprechperson, die richtige Referentin finden. So viel zur Homepage. Dann kommen wir noch zu einer kurzen Zusammenfassung der Homepage, für was es sich eignet und wo auch die Schwächen der Homepage liegen. Das Tolle ist ein großer Korpus an Bildungsmaterialien, die Sie gut filtern können, die auch qualifiziert wird, damit Sie eine hohe Qualität an Bildungsmaterialien bekommen. Sie finden leicht Referentinnen und Referenten, die Sie für Ihren Workshop, für Ihren Unterricht einladen können. Und Sie bekommen eben auch konzeptionelle Hintergründe zur Friedenspädagogik, Friedensbildung und thematische Hintergrundinformationen zu einem breiten Themenspektrum. Wie jedes andere Angebot auch, hat auch friedensbildung-schule.de Nachteile. Im Moment wird die Seite nur noch nebenbei betreut. Es gibt keine hauptamtliche Person, die dafür zuständig ist. Es wird also nicht systematisch nach neuen Bildungsmaterialien gesucht. Teilnehmende Organisationen, wie beispielsweise auch der Bund für soziale Verteidigung, senden dann, wenn neue Materialien zur Verfügung stehen, diese dorthin. Trotzdem sind natürlich nicht alle Materialien dort erfasst. Wir versuchen auch mit diesem Vlog diese Lücke ein wenig zu schließen, indem wir nach aktuellen tollen Bildungsmaterialien suchen und hier rezensieren. Ich hoffe, Sie können die Plattform friedensbildung-schule.de gut für Ihre Bildungsarbeit nutzen. Freue mich auf Feedback, Rückfragen und Sie auch bald wieder in der nächsten Ausgabe dieses Vlogs hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis bald.